Herzlich willkommen in der Ausstellung Es kommen kalte Zeiten hier in Murnau im Schlossmuseum. Mein Name ist Edith Reim, ich bin die Kuratorin dieser Ausstellung. In der Ausstellung geht es um die Jahre von 1919 bis 1950, sehr bewegte Zeiten, also die Jahre kurz nach dem Ersten Weltkrieg bis zu den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Ausstellung ist zunächst mal in drei Teile unterteilt. In dem ersten, in dem wir uns hier befinden, geht es vor allem um die Gesellschaft in Murnau in den Jahren um 1900, so bis in die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Was damals sehr, sehr wichtig war, war das Vereinsleben. Also das Leben in Murnau hat sich vor allem in vielen, vielen Vereinen abgespielt, dem Verschönerungsverein, dem Turnverein, dem Trachtenverein, den Schützenvereinen. Also all das waren ganz, ganz wichtige Themen. Natürlich, die Landschaft spielt auch eine große Rolle. Wir haben auch hier eine Einheit zum Murnau-Moos. Im zweiten Raum geht es um die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Und da dreht es sich im Grunde um zwei große Fragen. Das eine ist Fremdenverkehr. Also Murnau war ja schon früher ein Ort, der viel auf den Fremdenverkehr gesetzt hat, der vom Fremdenverkehr auch gelebt hat. Und da stellt sich die Frage, wie funktioniert Fremdenverkehr in einer potenziell fremdenfeindlichen Umgebung? Weil nach dem Ersten Weltkrieg natürlich der ganze ausländische Tourismus weggebrochen war und gleichzeitig die bayerische Staatsregierung unter Gustav von Kahr auch den inländischen Tourismus sehr, sehr stark beschränkt hat. Die Touristen wurden kujoniert. Es gibt ja diesen berühmten Aufsatz von Kurt Tucholsky, der gesagt hat, Reisende meidet Bayern, weil die Bedingungen für die Touristen dort so schlecht waren. Das ist also die erste Frage, dieser Tourismus, Fremdenfeindlichkeit und Fremdenverkehr, wie kann das zusammengehen? Und die zweite Frage, in dem es in dem Raum geht, wie kam es, dass nach 1918 Murnau sich zu einer Art völkischem Zentrum oder zu einer Art völkischem Schwerpunkt entwickelt hat, was dazu geführt hat, dass ab 1924 entweder die völkischen Parteien bzw. gleich die NSDAP gewählt wurden, und zwar mehrheitlich. Und das ist etwas, was sehr, sehr interessant ist, auch aus Forschungsperspektive, weil wenn man über Forschung redet, da wird man immer lesen, ja, bis 1933 ist Altbayern der Bayerischen Volkspartei, der christlich-konservativen Bayerischen Volkspartei treu geblieben. Das stimmt für Murnau nicht. Ab 1924 wurde dort mehrheitlich eben entweder völkisch oder die NSDAP gewählt. Und das versucht dieser Raum etwas zu klären, wie dieser Weg in diese völkische Richtung sich vollzogen hat, über die Einwohner während dem Bund Oberland bis hin zum Hitlerputsch, wo es sozusagen einen eigenen Hitlerputsch auch in Murnau gegeben hat. In dem dritten Raum, der befasst sich dann natürlich mit der Geschichte des Dritten Reiches, der Geschichte der Diktatur des Nationalsozialismus und der frühen Nachkriegszeit bis ungefähr 1950. Und eine Frage, die sich mir gestellt hat, als ich diese Ausstellung begonnen habe zu kuratieren, war immer, lohnt sich denn diese starke Rolle oder die Unterstützung der NSDAP, die Murnau in den 20er Jahren geleistet hat. Also kommt sozusagen eine Form der Belohnung, werden die Murnau jetzt im Dritten Reich besonders belohnt, dass sie so, wie man das im Nationalsozialismus gesagt hat, ja besonders loyal, besonders treu waren. Und das Interessante ist, das passiert genau nicht. Also man bleibt eigentlich sozusagen dieser kleine Ort am Rande der Alpen. Der Fremdenverkehr wird dann im Laufe des Krieges eigentlich vollkommen zerstört, also diese Lebenslinie von Murnau wird eigentlich total gekappt und die Kasernen, auf die man gehofft hat, wo man sich gedacht hat, naja, da wird dann so ein blühendes Soldatenleben in den Ort einziehen, auch das funktioniert nicht, weil 1939 eine Kaserne sofort zu einem polnischen Offiziersgefangenenlager umfunktioniert wird. Also es sind zwar Soldaten am Ort, aber es sind Kriegsgefangene, die versorgt werden müssen und die natürlich nicht selber jetzt dem Ort irgendwelchen Nutzen bringen, weil sie nicht arbeiten dürfen. Ja, und dann in der Nachkriegszeit ist es eigentlich sehr, sehr spannend auch zu sehen, wie sich viele Menschen auf einem sehr, sehr kleinen Ort
notgedrungen zusammenraufen mussten. Man hat die befreiten Kriegsgefangenen, man hat die befreiten Zwangsarbeiter, man hat natürlich die Deutschen, da gibt es Flüchtlinge, da gibt es Evakuierte, da gibt es einheimische Murner und man hat die amerikanischen Besatzer und alle müssen irgendwie zusammen kooperieren. Und dann kommt noch ein Raum, das ist sozusagen das Bonusmaterial, also der jetzt außerhalb dieser drei Räume, die zusammenhängen, steht. Das ist der vierte Raum, ein Medienraum, wo man Zeitzeugeninterviews sehen kann, die teilweise schon vor einigen Jahren geführt wurden, die sich beschäftigen mit dem Hochlandlager der HJ. Es gibt Zeitzeugeninterviews zum Kriegsende und es gibt ein Zeitzeugeninterview, da geht es um Vergangenheitsbewältigung. Es gibt einen Dokumentarfilm der Amerikaner mit dokumentarischen Aufnahmen. Außerdem gibt es da eine kleine Leseecke, wo man die Autoren der 20er, 30er Jahre, die ja in Bayern ganz, ganz wichtig waren, wie Leon Feuchtwanger, wie Bertolt Brecht, Marie-Louise Fleißer, all die kann man da in kleinen Exzerpten nachlesen, immer natürlich mit der Hoffnung, dass man sich selber auch mit diesen Büchern eines Tages gern auseinandersetzt. Und auf zwei Dinge wollte ich noch besonders hinweisen, weil sie mir auch besonders am Herzen liegen. Das eine ist ein Audioguide, also wenn Sie die Gelegenheit haben, in die Ausstellung zu kommen, nutzen Sie diesen Audioguide, der ist wirklich wunderschön geworden, mit professionellen Sprechern, die die Geschichte Murnaus erzählen und nochmal zusätzliches Material zu der Ausstellung bieten. Und das zweite ist der Katalog zur Ausstellung, der auch heißt wie die Ausstellung Es kommen kalte Zeiten, also ein Zitat von Ödel von Horvath, erschienen im Volk Verlag, der ab, sag ich mal, Ende Mai verfügbar sein wird und für den wirklich sehr, sehr günstigen Preis von 29,90 € im Museumsladen erhältlich sein wird.